alle ihr kleinen Wesen. Es ist immer noch derselbe Tag wie beim letzten Video. Ich saß jetzt noch weitere 2 Stunden bestimmt da und habe das Lied komplett fertig geschrieben. Die Sicht ist clear, frei, die Luft ist rein, so sagt man das auf Deutsch, mein Gott. Er ist nicht mehr da und ich habe mich dazu entschieden, dass ich jetzt nicht mehr so große Lust habe, jetzt in Zukunft hier abzuhängen, weshalb ich gerne jetzt doch das Haus für euch filme und es mit euch zusammen entdecke. Auch aus dem Grund heraus, dass ich mir eigentlich nicht von irgendeinem Typen vorschreiben lasse, wie meine Pläne sind. So, es geht los. Hier ist das Schmuckstück. Und wie ich euch schon verraten habe, hat es eine komplette Einrichtung noch. Draußen steht ein alter Ofen. Und hier auf diesem, sieht aus wie so ein Altar, habe ich jetzt die ganze Zeit gesessen. Und wir entdecken jetzt gemeinsam. Ich war noch nicht drin, extra für euch, habe ich schnell aufgespart. Wow, wie bei dem letzten Haus hat es schon so eine ganz durchgebrochene Decke. Kleines türkises Fensterchen. Ein Spinnennetzchen. Ein Schuppen oder so eine Art Werkstube, die noch komplett eingerichtet ist. Und das ist die Tür. Da habe ich schon durchgespäht. Wir gehen jetzt rein. Seid ihr bereit? Ein gedeckter Tisch. Unfassbar. Hier steht ein gedeckter Tisch. Der steht hier im Raum. Er ist gedeckt mit einer Tischdecke. Darunter stehen Schuhe. Eine Kassette. Ein Kissen. Teller. Sind das echte Teller? Sind echte Teller, sind keine Pappteller. Hallo, liebe Wesen, ich komme in Liebe. Eine Kommode. Wow. Ein Radio, was wahrscheinlich nicht mehr geht. Hier, wo jemand mal irgendwann einfach gehaust hat. Ist eine ganz schräge Energie drin. Ich weiß gar nicht, ob man das über einen Film spüren kann. Bestimmt. Ich weiß nicht, ob es komische Vibes in der Typ gebracht hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die Energie von dem Haus hier. Es ist so krass, wie vergänglich alles ist. Ich würde so gerne so eine Timelapse, wie nennt sich das, Schnelldurchlauf sehen von all den Dingen, die sich hier abgespielt haben. Ich würde das so gerne sehen, die ganzen Generationen, die hier gelebt haben.
Ich habe auf jeden Fall trotz 30 Grad ganz schön Gänsehaut. Und das, ich bin eine erfahrene Hausentdeckerin. Dieser Tisch ist irgendwie faszinierend. Kommt eine Schublade raus, die ist komplett gefüllt mit Staub. Hallo, mein Mädchen. Wie gefällt's dir eigentlich hier drin? Gefällt's dir hier drin? Wohl nicht. Das hier. Ich laufe durch ein Spinnennetz hindurch. Es ist ganz klein. Und die Natur hat es zurückerobert. Grün. Bis zum Bauchnabel. Absurd. Ein wirklich komisches kleines Haus und diese ganzen Kabel, die hier überall hängen, verstehe ich auch überhaupt gar nicht. Wow. Vielleicht sollte ich nichts anfassen. Ich nehme nichts mit, liebe Wesen. Nimm nichts mit. Verzeiht. Verzeiht, verzeiht. Ja, mein Schatz, ich komme. Ich komme schnell raus. Ich weiß nicht, was hier so anders ist als in einem anderen Haus. Irgendwie wirkt das so, als wäre die Zeit hier drin nicht immer so, so glücklich gewesen. Puh. Schon wieder ganz doll Gänsehaut. In der Villa, also keine Zeit in jedem Haus ist ja immer glücklich. Es gibt ja in jedem Haus Streit und in jedem Haus stirbt irgendwann mal irgendwer. Aber in der Villa ist irgendwie ein ganz anderer Vibe. Also auch bei Nacht und mit Fledermäusen, es ist zu keiner Zeit gruselig dort. Ich glaube, in das letzte Zimmer werde ich nicht gehen. Die Tür ist nämlich ganz verschlossen. Jetzt muss ich mal ein bisschen diese Energie verdauen. Pure Vergänglichkeit. Wesen. Ich verlasse euch. Habt's gut. Mein Engel, es ist Zeit zu gehen.
alles nur noch viel schlimmer. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch mitnehme. Und dass es, wenn auch vielleicht nicht immer ein lustiges Video, auf jeden Fall ein echtes ist. Indem ich euch wahrlich zeige, wie es da dran ist. Das sind Mohrrüben. Diese hier. Und ich weiß gar nicht, wie die Pflanze auf Deutsch heißt. Die darf man nicht verwechseln. Diese Blüten, die kann man nämlich essen, die kann man braten. Die darf man nicht verwechseln mit einer Blüte, die ganz ähnlich aussieht. Und die ist nämlich hochgiftig, da stirbt man in wenigen Stunden. Und ich meine, der Philosoph Sokrates ist daran vergiftet worden. Und man erkennt daran, dass es aber wirklich eine Karotte ist, in dem in der Mitte der schwarze Punkt ist. Und das haben tatsächlich alle gemeinsam. Wo kann man sicher gehen, dass man nicht stirbt? Außer man möchte das. Nein. Man sollte vielleicht warten, bis es das Leben für einen entscheidet. Ist gut. Ich wage mich nach Hause. Ich hoffe, der gruselige Mann wartet nicht hinter irgendeiner Ecke. Aber wenn doch, dann wird er wohl schockiert sein von meinem Knoblauchgeruch. Ich habe nämlich heute sehr viel Knoblauch gegessen. Ich küsse euch, ihr Schönen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag. Ich hoffe, dass ihr glücklich seid. Ich schicke euch ganz viel Liebe und Creepy Vibes von diesem kleinen Creepy Haus, von dieser Creepy Stelle, dieser magischen Insel. Wow, jetzt bin ich auch noch in ein riesengroßes Spinnennetz reingelaufen. Bis bald, ihr Süßen. Ich hab euch gern. Tschüss.